Eines der größten noch ungelösten Probleme aus der Mathematik ist die Frage, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Eine Primzahl ist ja eine Zahl, die nur noch 1 und sich selbst teilbar ist. Also zum Beispiel 3 ist eine Primzahl, weil nur noch 1 und durch 3 teilbar. 5 ist eine Primzahl, weil nur durch 1 und durch 5 teilbar. Und 19 wäre dann entsprechend auch eine Primzahl. So, und ein Primzahlzwilling sind jetzt eben zwei Primzahlen, die den Abstand 2 haben. Zum Beispiel 5 und 7 sind zwei Primzahlen mit Abstand 2 und damit ein Primzahlzwilling. Aber auch 11 und 13 ist ein Beispiel für ein Primzahlzwilling. Oder um ein bisschen größer zu denken, 71 und 73 wäre auch noch ein Beispiel für einen Primzahlzwilling. Und genau hier wird es interessant, weil je größer man denkt, desto mehr potenzielle Teiler kann ja so eine Zahl haben und desto seltener werden natürlich Primzahlen und erst recht Primzahlzwillinge. Und trotzdem hat man immer mehr Primzahlzwillinge gefunden, je weiter man geguckt hat. Der bis heute größte bekannte Primzahlzwilling sind zwei Zahlen mit über 380.000 Stellen. Das muss man sich erstmal vorstellen, ja, über 380.000 Stellen. Also die Vermutung, dass es eventuell unendlich viele Primzahlzwillinge gibt, ist durchaus gerechtfertigt. Und vor ein paar Jahren ist einem chinesischen Mathematiker auch tatsächlich ein Durchbruch in diese Richtung gelungen. Er konnte zumindest schon mal zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt mit Abstand weniger als 70 Millionen, was in der höheren Mathematik tatsächlich ein Durchbruch war.